Hey Leute, Marcel Let's Play hier. Was geht ab, meine Freunde? Und willkommen zurück zu Notruf 112, die Feuerwehr Simulation 2. Ich habe mir überlegt, dass ich das Just Cause dann entweder danach mache. Weil ich hätte jetzt wieder Bock, um auf wieder ein bisschen Feuerwehr zu spielen. Und ich hoffe mal, dass das Spiel auch irgendwann dann mal bei euch mal richtig gut ankommt. Ja, weil mir wurde ja gesagt, weil das Simulationsspiele eigentlich mal richtig gut ankommen. Na ja gut, ich muss halt mehr davon machen, dann wird es auch irgendwann sein. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst dafür gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich jetzt sagen, fahren wir jetzt zur Feuerwache. So. Komm. Starte den Motor. So, let's go. Dann natürlich sollten wir uns auch hier an die Verkehrsregeln halten. Da kommt nichts, ist alles frei. Wunderbar. Na gut. Sollte jetzt gleich der Meter losgehen, dann ist nichts mehr mit sich an die Verkehrsregeln halten. Wir sind mal gespannt, was heute so auf uns zukommt. Na gut, hier haben wir jetzt Vorfahrt, aber hier nicht mehr. Da kommt ein Auto. Fahren wir längst noch mal ran. So. So, Sesam, öffne dich. So, danke. Nee, wie schon gesagt, ich bin mal gespannt, was heute so für Einsätze kommen. Aha. Abfallcontainerbrand, okay. Da sollten wir uns jetzt mal schleunigst aus dem Auto begeben. Schnell rein hier. Öffne die Tür und dann schließ die Tür und jetzt ab. Na guck, wir sind jetzt kein, Gott sei Dank kein Gruppenführer. Ja, hier soll man dran, okay. Komm, steig ein. Ich benutze doch den Rücksitz. Okay. Dann sind wir mal gespannt, was. Ja, stimmt. Containerbrand. Ich glaube, wir sind hier mit im Angriffstrupp mit drin. Leitstelle Mülheim von HLF1. Kommen. Es ist doch. Leitstelle Mülheim. Kommen. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz. Kommen. Rauchsäule bestätigt. Wir werden eingewiesen. Kommen. Verstanden. Ende. Ah, no. Ach, da waren wir doch schon. Naja, egal. Mal gucken, was jetzt gleich meine Aufgaben sind.
Ja, hier waren wir doch zuletzt. Oha, jo, tatsächlich. So. Leitstelle Mülheim von HLF 1. Kommen. Oh, schließt die Tür. Hier Leitstelle Mülheim. Kommen. Erste Lagemeldung. Container in Vollbrand. Angrenzender Supermarkt gefährdet. Maßnahmen werden eingeleitet. Kommen. Ah, genau, das klappt halt. Verstanden. Genau. Ende. So. Was ist jetzt meine Aufgabe? So, erstmal warten. HLF 1, okay. Kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Weitere Lagemeldung. PA zur Brandbekämpfung vor. Brand droht nicht auf Supermarkt überzugreifen. Kommen. Das ist verstanden. Ende. Und abrollen, genau, richtig. Ah, das ist ein Hydrant, genau. Hä? Ich soll es auch hier verbinden. Also. Ey, du sollst das jetzt mal... Ey, wie soll ich das hier jetzt bitte schon verbinden? Das... Da steht nur ablegen, aber nicht verbinden. Ich glaube, ich muss noch mal hin. Nee. Ach so, genau, verbinden, richtig. B-Schlauch nehmen, ablegen, abrollen, so. Ja, du sollst das Ding nicht wieder aufrollen. Hallo? Junge, bist du behindert, ey? Du sollst... Ja, der will mich ja ärgern hier, ne? So, jetzt heb die Scheiße auf, ey. Mein Gott. Junge, du regst mich so auf, ey. Mein Gott, du sollst das Ding nicht ablegen, du sollst das Ding aufheben und hier verbinden, ey. So. So, dann warten wir jetzt mal auf die nächste Aufgabe.
Bis ich da die Scheiße da mit den Hydranten da hingekriegt habe und. Junge, du sollst da jetzt hochklettern. So hoch mit dir. Irgendwie hat meiner heute keine Lust. Junge, jetzt hebt die Scheiße da auf, ey. Mein Gott. Hä? Hab ich doch. Hä, warum? Hä? Ich hab doch alles. Kann das sein, dass das Spiel wieder ein bisschen am Spinnen ist? Ich hab doch das Fahrzeug verlassen. Ja, ich glaube, so muss ich das verlassen. Kann auch sein. Oh Mann, ey. So, nachlöschen. Lass mich doch erstmal das. Ding hier ablegen, ey, mein Gott. Genau, zumachen hier schon mal den Scheiß. So, runter jetzt mit dir. So, gut. Ey, lass mich das schon machen. So. Dann hätten wir den Einsatz ja jetzt beendet. Guck dir den an. Aha. Ich wollte schon sagen, ey. Hier Leitstelle Mülheim. Kommen. Abschließende Lagemeldung. Feuer aus. Einsatzstelle an Filialleiter übergeben. Rücken wieder ein. Kommen. Ja, das ist verstanden. Ende. Gut, dann hätten wir diesen Einsatz schon mal abgeschlossen. Wir warten ja trotzdem noch bei der Feuerwache. Vielleicht kommt dann ja gleich noch ein weiterer Einsatz hinzu. Wir schauen uns dann, solange wir ein bisschen da um. Und gut ist.
Ja, Kollegen, das haben wir doch eigentlich ganz gut hingekriegt. Ne? Ich bin auch auf jeden Fall schon auf den nächsten Einsatz gespannt. Schauen wir mal, was kommt. Ja, und jetzt nochmal auf die Frage zu kehren, ob ich auch im Real Life bei einer Freiwilligen Feuerwehr bin. Nein, bin ich nicht. Ich habe nur halt Bekannte, die da drin sind. Na gut, ich musste schon mal bei uns bei der Kreisfeuerwehrzentrale mal halt aushelfen. Ja, halt. So ein bisschen den technischen Dienst machen, wie Feuerwehrautos waschen und halt auch hier die ganzen Fahrzeughallen ausfegen oder mal in die Feuerwehrschule rübergehen, Getränkeautomaten füllen. Das war also meine Aufgabe. Oder auch mal so die Atemschutzstrecke. Auszufegen und so. Oder auch mal hier saubere Atemschutzmasken wieder zur Atemschutzstrecke bringen. Halt für die Leute, die halt immer üben und so. Weil bevor man in eine Feuerwehr kommt, braucht man ja auch erstmal die passende Ausbildung dafür. Oha. Nächster Einsatz kommt. Technische Hilfeleistung auf jeden Fall. Achtung, Hilfeleistung, Pumpeneinsatz. Einsatz für KLF-1. Dornenkamp. So, jetzt ran in die Klamotten, Junge. Junge, du bist als erstes da drin und naja, egal. So, sind alle da. Scheint wohl so, also dann los geht's. Das ist ja auch immer die Frage, bevor man zum Einsatz losfährt, weil ich habe auch schon einige Dokumentationen darüber gesehen. Leitstelle Mülheim, kommen. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz. Kommen. Garage vollgelaufen. Sie werden vor Ort eingewiesen. Kommen. Ohne Garage ist vollgelaufen. Okay. Verstanden. Ende. Dann versuchen wir mal das Bestmögliche zu machen. Weil wenn eine Garage vollläuft, das ist auch nee, auch kein gutes Zeichen, wenn ich ehrlich sein muss. So, hier ist die Tür. Aufmachen diesen Scheiß. So. Mal gucken, was unser Gruppenführer sagt. Der redet erst hier mit dem Eigentümer da, den die Garage da gehört. So.
Jo, die Garage ist wirklich voll mit Wasser. Leitstelle Mülheim von HLF1. Kommen. Na, was ist denn jetzt meine Aufgabe? Hier Leitstelle Mülheim. Ein Kommen. C-Schlauch hat er sich genommen. Erste Lagemeldung. Wasser im Garageneinfahrt bestätigt. Pumpeinsatz wird eingeleitet. Kommen. Das ist verstanden. Ende. Aufheben. Und verbinden. Ja, habe ich doch gemacht. So. So, dann wird das Wasser jetzt hier erstmal schon abgepumpt und dann kommt das dann halt in. Wer weiß, in die Kanalisation oder so. Wichtig ist, dass das Wasser hier. Ach, man sieht das hier auch schon, hier wird es deutlich weniger. Also dürfte das fast geschafft sein. Mal gucken, ob wir mit dem Typ auch. Ich hoffe, meine Versicherung übernimmt das. Ja. Aber müssten. Na gut. Im Normalfall müssten die das machen. Jetzt legt das scheiß Ding hier ab. Ja. Aufholen. Aufheben. Und wegbringen das. Die Schläuchen hier. Und ablegen, genau. Ja, gut. Und dann schließen wir das Zack wieder. So, hier schließt das Ding. So. Das kann jetzt jemand mal einer selber machen. Ja. Ja, der labert noch immer noch dasselbe. Okay, dann würde ich sagen, Einsatz abgeschlossen. So, ich steig ein. So. Leitstelle Mülheim von HLF1. Kommen. Da das diesmal recht zügig ging, überlege ich mir sogar noch einen Einsatz zu machen. Hier Leitstelle Mülheim. Kommen. Abschließende Lagemeldung. Wasser abgepumpt, Rücken wieder ein. Kommen. Verstanden. Ende. Nee, ich werde jetzt auch erstmal paar hier Let's Plays hier halt hier als freiwillige Feuerwehr machen. Berufsfeuerwehr werde ich auch erstmal noch üben. Dann halt mal so zwischendurch mal zocken, wenn ich nicht aufnehme. So, ich bin aber auch schon auf unseren nächsten Einsatz gespannt, der dann auch kommen wird. Ja, jetzt hier für alle, die auch gerne Simulator-Spiele spielen.
Das Spiel kann ich euch nur weiterempfehlen. Das ist schon echt genial gemacht. Aber natürlich möchte ich auch Just Cause 3 oder hier Storm Chasers auch nicht vernachlässigen. Obwohl ich Storm Chasers mehr vernachlässigt habe als jetzt hier Just Cause 3. Mal raus aus dem Wagen, mach die Tür zu und gut ist. Gehen wir mal ein bisschen nach draußen. Schauen wir uns hier das alle noch ein bisschen an. Ja, wo geht's denn hier lang? Ja, hier geht's auch rein. Gut. Dann laufen wir mal irgendwie nach oben. Ja, mit dem Kerl haben wir eigentlich nichts mehr zu tun, weil wir haben ja die Ausbildung gemacht. Also genau hier in diesem. Oh, kein Flächenbrand, okay. Alarm. Achtung, Brandschutz, Kleinflächenbrand, Einsatz für HLF 1. Osterfeld. Na komm, du musst also zumindest erst. Ey, ne. Jetzt muss ich schon wieder. Jetzt muss ich hier denn. Die Leitung hier machen, ey. Das gefällt mir gar nicht. Komm, ich steig aber ein, nützt auch nichts. So, sind alle da. Dann mal Abfahrt. Leitstelle Mülheim von HLF 1, kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz. Kommen. Mehrere Anrufer melden Rauchsäule in der Nähe eines Bauernhofes. Kommen. Oh. Ja, vielleicht ist das ein Wert, das mit den Strohballen. Ende. Auf jeden Fall sollten wir uns irgendwie sputen. Auch wenn es nur kein Flächenbrand ist. Trotzdem sollte man so schnell wie möglich da sein, weil es kann sich ja auch ausbreiten. Also ich lasse das Martinton immer die ganze Zeit laufen. Ah, da ist es, ja. Ging alles so schnell. Als ich den Qualm realisiert habe, schossen auch schon Flammen aus dem Ballen. Wir haben das Feuer im Griff. Treten Sie jetzt bitte einen Schritt zurück. Na gut, aber beeilen Sie sich.
Dann erstmal alle absitzen. Brandbekämpfung, Löschangriff. Ne, Moment, da fehlt noch was. Alle absitzen. Ortsbegehung hab ich schon gemacht. Straßen absichern. Ja. Ja, guck, hier wird schon fleißig gelöscht. Das ist schon mal super. Guten Tag. Sie müssen leider wenden. Ja. Schauen wir uns das noch ein bisschen weiter an. Da vorne sieht es übel aus, ja. So, genau, holt noch mal ein paar alleine kommt er dann damit ein Feuer nicht zurecht. So, dann. Ja gut, und das hätte ich auch alles viel, viel schneller machen müssen. Aber egal. Hey Leute, ihr solltet hier. Was hat der denn jetzt vor, ey? Junge, nimm doch einfach einen B-Schlauch, ey. Da ist noch gar nichts beendet, Freundchen. Brandbekämpfung, Löschangriff. Ey, was ist mit euch, ne? Leitstelle Mülheim von HLF1. Kommen. So. So. Weitere Lage. Dann sucht man nach schon nach Einsatzstelle wird weiter erkundet. Er wird verstanden. Ende. Mal sehen, ob da noch was nachblüht. Und
aber hier ist es auch noch zu heiß. Genau. Dann muss halt nochmal nachgelöscht werden. So ist das dann halt, ne? Ja, guck hier, wie das Feuer da wieder rausartet. Ja, guck, da macht schon einer hier die Nachlöscharbeiten, das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann dürfte das Feuer gleich komplett aus sein und dann wäre dann auch unser Einsatz dann auch erledigt. Hey Leute, wenn ihr schon so einen Feuerlöscher nimmt, ne, dann nehmt ihn aber gefälligst wieder mit. So, wie sieht's aus? So, das Feuer dürfte jetzt gleich aus sein. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Oder? Ja. Ich gucke mir das mal nochmal an. So. So Leute, dann packen wir alles wieder zusammen. Wo ist denn der Nette her? So, jetzt muss ich erstmal hier diesen Verteiler wieder verstauen. So, legen wir das Ding da mal ab. Okay. Dann pack den Scheiß mal zusammen hier und dann Abfahrt. Ach, da ist ja nette Herr nochmal, oder? Kann ich irgendwie helfen? Nein, wir werden uns drum kümmern. Treten Sie bitte einen Schritt zurück. Okay, Leute, Feierabend. So, abrücken. Ey, das war bislang meine beste Einsatzleitung bis jetzt, die ich hier gemacht habe. Nee, da kann ich echt stolz drauf sein. Leitstelle Mülheim von HLF1. Kommen. Hier Leitstelle Mülheim. Kommen. Abschließende Lagemeldung. Feuer aus. Wir rücken ein. Kommen. Ja. Verstanden. Ende. Schon haben wir wieder einen Einsatz erfolgreich abgeschlossen. Diesmal muss ich auch sagen, bin ich absolut zufrieden damit gewesen, wie der Einsatz gelaufen ist. Ich glaube, ich werde gleich noch einen Einsatz fahren, nur ich weiß es noch nicht. Ja, ich weiß es wirklich noch nicht, ob ich jetzt gleich noch einen Einsatz fahre oder das Spiel jetzt gleich beende. So,
Weil mir geht langsam wieder ein bisschen die Konzentration flöten, also. Ja, schauen wir mal. Nee, ich würde dann jetzt doch sagen, ich beende dann das Spiel gleich. Sobald wir in einer Feuerwache sind und dann alles erledigt ist. Und jetzt nochmal für alle, wenn euch dieses Let's Play gefallen hat, lasst dann gern auf jeden Fall ein Like und ein Abo da für noch mehr Let's Plays von diesem Spiel. Ja, dann fahren wir rein in die gute Stube. So, raus jetzt hier. Tür schließen und dann so ab in die normalen Klamotten und dann ist auch gut. Ja, auf jeden Fall möchte ich das jetzt verlassen. Okay. Na gut. Okay, das soll es auf jeden Fall reichen jetzt hier fürs Erste. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein. Euer Marcel Let's Play.